Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir die Trophäe Tontauben schießen. Um den Erfolg machen zu können, müssen wir in den Bossfight mit der Oma, also mit der Mutter. Und dann würde ich einfach warten, bis sie nach oben krabbelt, so wie in diesem Video. Ich persönlich bevorzuge da den Flammenwerfer, so wie du es hier auch im Video siehst. Da denke ich mal, kann man nichts falsch machen. Ansonsten kannst du natürlich probieren, sie direkt in der Luft mit der Schrotflinte zu treffen. Aber das finde ich ein bisschen schwieriger. Ja, ich hoffe, damit konnte ich dir ein bisschen helfen. Wenn du es mit der Schrotflinte nicht geschafft hast, probier es mal so wie in diesem Video. Nimm einen Flammenwerfer, halt einfach drauf, wenn sie oben ist, und sobald sie springt, erwischst du sie automatisch und da kannst du nicht viel verkehrt machen. Wenn du auf kurze und knackige Tipps stehst, dann abonniere den Kanal. Wir machen 100% bei allen Resident Evil Teilen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich unserer Community anschließt und mit uns gemeinsam die Spiele platinierst.